Ja, ich weiß, dass sie gesenkt worden sind, aber die bringen unterm Strich dann trotzdem relativ viel Kohle. Die Blueberries. Mark, die bringen trotzdem noch echt genug Geld. Ich will doch da gar nicht, nein. Seaweed. Ach, wegen 60G, verzieh dich, Alter. Bringt's doch nicht, Alter. Machen wir doch nicht fingerschmutzig. Aber nix. Na, Vincent, was geht? Hey, lass mich in Ruhe, ich muss rein. Okay. Vincent heult gerade wieder, Posey. Voll schlimm mit dem. Ich weiß nicht, was der Junge hat. Ich weiß es einfach nicht. Upgrade Tools. Das geht echt? Was? Nein, ich kann deine Gießkanne nicht upgraden. Haha. Nee, oder? Wahrscheinlich, weil ich meine noch dabei habe gerade. Fuck. Das mach ich mal. Sein. Nee, ich kann es halt rausschmeißen. Ach man. Ja, dann grade es selber ab. Ach, das verbuggt noch. Ja, mach ich dann. Aber bin jetzt halt gerade in der Mine. Wobei, ich behalte sie mal. Wie mache ich das? Ich bringe meine Morgen weg zum Client. Ja, dann haben wir aber nur eine normale Gießkanne, ne? Ja, ich werde morgen die Sache nochmal gießen, aber wenn es dann am 27. oder 28. oder 3 ist, dann ist es eh scheißegal, dann geht's eh kaputt. Das ist der Gedanke. Ich würde bis zum Ende die meisten Sachen durchgießen. Ja, nee, wenn morgen am 27. gieße ich sie normal, ja? Und wenn es am 28. eh der letzte Tag im Frühling, wenn sie da nicht reif sind, sind sie am 1. im Sommertag eh futsch. Stimmt. Das ist der Gedanke. So, Mayonnaise-Maschine. Wir heute totales Pech wieder haben. Was? Kann es sein, dass wir wieder totales Pech heute haben? Wieso? Weil ich hier übelst viel in der einen 47. Ebene schon wieder am Abgeschlagen bin. Nee. Ja, es ist halt kacke. Deswegen würde ich halt auch gerne mal die bessere Dings haben. Wir können auch eigentlich beide parallel abgeben, oder? Was abgeben? Das weiß ich nicht, aber weil normalerweise ist es auch dann gesperrt, oder? Ja, theoretisch, ja. Ich weiß nicht, ob es für dich genau gesperrt ist, ist ja die Frage. Wir haben jetzt gerade schon einen Bug zu viel wieder. Na, Timmy, was geht? Miau. Jo, kurz weiter. Ja, könnte man auch machen. Erst am nächsten Tag dann verbessern, wenn es regnet. Theorie. Ja, die braucht aber zwei. Die braucht, glaube ich, 3 Tage. Die Gießkanne. Das heißt, die wäre dann am 1. wieder startbereit. Morgen ist der 27. Dann gebe ich sie ab. Dann ist sie am 28. Am 1. Ja, dann geht es eigentlich. Das geht dann. Das funktioniert so. Theoretisch, wenn ich nicht ganz falsch denke. Alles doch, doch, das stimmt. Weil dann haben wir es nämlich auch so, dass. Dass ich die Gießkanne ja am 27. abgebe, dann ist der 27. weg, 28. weg, am 1. hämmer sie wieder dann und dann ist sie wieder ganz. Also wieder, also aufgerüstet. Nicht ganz, aber aufgerüstet. Gott, wächst hier noch auf Gras. Wobei. Ich muss kurz gucken, wie viel Kupfer wir haben. Wir brauchen 2 Silo. Ich möchte das Gras abschlagen, das überwuchert langsam die ganze Siedlung hier. Wir haben nämlich genügend Kupfer, okay. Ich kaufe mir jetzt die andere Gießkanne. Die andere Gießkanne? Angel. Okay. Ja. Ich mach jetzt nicht mehr viel. Also mein Charakter ist Putti Putti. Energietechnisch oder Health? Energietechnisch. Ah, okay. Also recht kaputt. 60 von 270. Was? Es geht aber. Weil ich gerade mal 5 Ebenen gemacht habe. Ja, aber trotzdem, wenn noch 60 hast, ist doch okay. Ja, ich bringe jetzt erstmal die Sachen alle zur Farm rüber und dann, ja. War glubsche, ne? Jo. Das wollen wir mal gleich. Müssen wir erstmal noch Angel kaufen.
Hopp, 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 hopp. Willy, ich komme! Ich kann keine bessere Angel kaufen, auch weil ich zu schlecht bin, super. Jetzt sammle ich den Scheiß hier ein. Ah, ich habe ein Buch gefunden. Gott, ist das Meer wieder laut heute. Bisschen Clay, sehr schön. Hast du Kupfer noch gefunden? Also Ohr? Nee. Ach, schade. Aber Aquamarina, das war irgendwo auch noch in der Quest drin. Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Boah, das weiß ich nicht mehr, das kann sein. Das war, glaube ich, da, wo die ganzen Magiesachen und alles dann so waren. Okay. Und da war auf jeden Fall die dabei. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück zur Quest, zur Farm. Ich. Du tust was? Die Aquamarina findet man schon. Wo ist ja ein Ding, ja. Moment, gleich mal. Den ich versuche mal kurz ins Museum zu rennen. Okay. Hab ja noch eine Stunde Zeit oder zwei. Nee, das macht 18 Uhr zu. Ja, zwei sogar, das sollte ja passen. Dann gehe ich oben zur. Dings. Zur Gilde, verkauft mal das Schwert. Und die komische Steinschleuder. Und die Steinschleuder, genau. Oh, braucht man noch. Nee, da braucht man nichts mehr. Ach, hast du dein Bild übrigens abgeholt, als du hin hast? Was? Ob du dein Bild abgeholt hast? Bild? Museum. Nö. Ja, musst du irgendwann mal machen. Brauchen wir nicht auch noch Mayonnaise fürs Community Center? Aber das kann sogar sein. Ich glaube sogar. Aber ich weiß nicht, ob es dann auch wieder large war, eventuell. Nee, gibt's ja nicht ein large. Gibt's ja, wenn dann nur ein Gold. Nö, nee, braucht man nicht. Okay, weg damit. Sicher? Ja, ich habe nicht gerade nachgeschaut. Okay. Ja. Brauchen wir einen Staff. Ja, Gras brauchen wir jetzt gar nicht abernten, weil Silo ist voll. 240 von 240. Ah, guck mal, Chicas gehen schlafi. Hopp, hopp. Hopp, kusch, kusch. Ja, ich bin gerade bei der Gilde. Hopp, hopp. Mach ja, Bubu. Hallo? Bene. Ach, Bene, du blöder Affe. Koala. Jetzt hopp, geh ins Bett. Du kannst Bene, aber, nein. Du könntest Dings machen. Du könntest das Eisen noch brennen, wenn du jetzt gerade sowieso da bist. Ich muss erstmal das Huhn da reinlotsen jetzt. Hopp. Kusch dich. Nein, Bene. Bene. Ich kann nicht Steine. Bene ist so ein doofes kaufen. Huhn, du. Jetzt kommt Bene. Ab, ab, ab. Ja, fast. Nein, nein. Ich krieg das Huhn da rein. Bene. Ach, dann leck mich. Ja, ich brenn kurz Eisen. Ich kann die Steinschleuder nicht verkaufen. Ach, dann, keine Ahnung, verschrotze, schmeiße ins Meer oder so. Ja, stimmt, eigentlich gute Sache, ich kann hier oben nochmal angeln. Kann ich jetzt zumachen mal? Echt, Bene, du bist ein Hund, Alter. Ist jetzt wahrscheinlich ins Bett gegangen, oder? Du bist ein Depp. Wir sollten noch ein bisschen Gras kaufen morgen. Wobei, ne, die Hühner sollen sich ein bisschen bewegen. Die sind sie noch rund und fett. Wann möchtest du nun ungefähr den Tag beenden? Je nachdem, wenn du eigentlich wieder da bist, hätte ich gesagt. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich gehe jetzt hier oben noch angeln, aber gut, dann kannst du noch. Ach so, ja, wie gesagt, wenn du halt da bist. Dann schlage ich noch ein bisschen Holz, ist kein Problem. Wird bestimmt irgendwo noch was haben. Oder hier ein bisschen Stein. Ha, wie ich es geahnt habe, dass da Holz liegt. So, das kann man noch nicht klopfen. Da wächst wieder ein bisschen was. Das ist schön. Da wächst es auch nach. Sehr gut. 5, 6, 7. Alter, was ist das jetzt hier gerade für eine Verarschung? Was? Seaweed, CD. Oh ja, das habe ich manchmal auch, du kannst so kotzen, ohne Witz. Oh, ich sollte dann aufhören zu angeln.
Bist du ein bisschen kaputt? Ja. Ja, ich komme jetzt heim. Okay. Ich habe fast die ganze Farmkunde eigentlich allein platt gemacht, ne? Ja, ich habe dir aber dafür... Ja, nee, nee, das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht irgendwo was beanstanden, aber ich finde es gerade nur vom Gedanken her recht witzig. Dafür warst du halt anderweitig tätig. Ja, dann halt die Frage, soll ich dann einfach morgen meine, also soll ich meine Gießkanne dann alleine upgraden gehen oder willst du dann doch deine machen zuerst? Also ich würde meine erst gern machen morgen. Dann lass ich sie da, ja. Weil dann kann ich, weil dann haben wir nämlich im Sommer gleich mal, sind wir richtig gut am Start, kann man alles durchgießen, großflächig und es verbraucht halt einfach weniger Energie. Haben wir das, die Eisenbahn fertig? Ja, ich habe gerade schon wieder zwei aufgelegt. Okay. Wir haben jetzt insgesamt 9, wenn die fertig sind, 11. Also das heißt, wir machen erstmal mal Gießkanne und dann kommen wir auch mal Moschusklette Spitzhacke. Ich packe hier oben mal dieses Aqua-Ding da rein, weil ich bin mir recht sicher, dass wir das für irgendwas gebraucht hatten. Okay, dann hier mal's auf. Ich gehe dann schon mal. Hühner sind aufgeräumt, ne? Hast du sie gemacht oder? Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Ich bin jetzt im Bett und schlaf. Und jetzt komm mal ein bisschen leiser ins Schlafzimmer. Ich will nämlich auch noch vielleicht in Ruhe schlafen. Posi, du was wird zu laut. Heute Nacht wird es wehtun. Mhm. Ja. Ich bin wieder wach. Ich bin jetzt wach. Kikariki. Ui, da war... Jo, das wird... Ah, pass auf, sind jetzt noch fertig. Sehr gut. Ich würde gerne wissen, was diese eine Pflanze war, die wir da oben noch hatten. Das war irgendwelche komische Seeds, die random sind, aber ich glaube, die gehen jetzt alle kaputt. Wenn ich es richtig weiß. Das weiß ich nicht. Gut, dann mache ich nämlich jetzt hier mal die Dinger. Jupp. Knuddelst du von mir ordentlich, ne? Ich knuddel dir das. Hey, so. Meine Nähmaschine. Steht näher beim Haus. Ah, fuck, ich hab mich aufgemacht. Hä, was hast du? Ich hab den aufgemacht. Jetzt auf. Ja, weil das Sport nämlich fresse. Das ist das Gute. Weil das Gras, das wächst ja brutal da und das ist ja übel. Das muss man echt sagen. Also, puh, das geht so schnell nicht leer. Und dann geht's auf. Morgen wird auf jeden Fall ein Hardcore-Tag, was Mafia betrifft. Ich habe nicht vor, das Spiel den ganzen Tag über aufzunehmen, also da... Geht ordentlich der Beat ab. Okay. Ja, das... Also so 7 Stunden möchte ich den Shuffle-Counter kriegen, das sind dann 14 Folgen. Ja gut, ganz in der Reihe und alles, ja. So, ich gehe da mal schon mal Richtung Kleindi. Und gab Stuff ab. Da bin ich mal gespannt, was der uns so alles zu sagen hat, der kleine Junge, du. 8.20 Uhr. Ah ja, ich laufe erst zu klein, dann laufe ich zu Pia und verkaufe das Material, ne? Ja. Ja, gut, aber selten ist anscheinend dieses Aquamarin gar nicht. Habe ich mich jetzt schon wieder ein. Rusty Spoon, hattest du das schon? Warte, ich sehe es ja gleich. Ja, hattest du schon. Aber echt gut gemacht, dass man zählen kann, so. Ja, das ist da beim Programmieren echt was mitgedacht. Yay, 3 Hardwoods. Hallo, Client. Upgrade Tools, Steel Watering Can. Danke, tschüss. Alter, der Kontostand. Haha, guck nicht drauf. Das ging gut runter. Ja, haben wir schon 5000 weg. Weil man sagen muss, ja, bedenken wir, wir haben jetzt schon Eisenwerkzeug, das ist halt schon ein bisschen AKP. Dafür, dass wir gerade mal Ende Frühling sind. Ein bisschen arg viel. Hallo Pierre, hallo Herr Boogie. So, hat sich wieder regeneriert.
Soweit. Was regeneriert? Der Kontostand. Weil ich hier noch ein bisschen angeln dann jetzt. Dass ich auch mal ein bisschen noch Level abkriege und mir eine neue Rute kaufen kann. Was meine ich, kein Stöber nehmen, das habe ich eh nicht so gemacht. Es war irgendwann extrem ekelhaft, in die Mine runterzukommen. Also vom Leben her, was die dann einfach abgezogen haben. Ja, ich hab's Glück gehabt, dass immer relativ gutes Material droppt ist und vor allem dann, wo ich dann den Ring bekommen habe, dass wenn ich den Monster schlag, dass ich dann Leben zurückbekomme. Das ist natürlich dann übel. So Life Leech und dann kommen einige auf dich zu und auch schon ein paar Mal drauf und dann geht's ab. Oh, hi Willy, ich angel mal mit, ne? Was geht so, Willy? Alles fit? Ja, ist okay, wieso? Was machst du denn hier? Hast du heute nichts zu arbeiten? Nee, Willy, das passt gerade. Ist gerade nicht so viel los, weiß, ist Ende Frühling. Habe ich noch meine Gießkanne weggebracht, als jetzt Iridium machen und so, ne? Danach kommt Diamond Bros, Ultimate Silver und von daher. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich auch gerade. Kannst du die Anzahl sagen von Solar Essence bei dem Adventurer? Okay, wie schreibe ich das am besten? Ich meine beim Bundle Adventurer, das ist da beim Baum irgendwo, ich weiß nicht genau welche. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Einen großen Rucksack kaufe ich deswegen noch nicht, weil jetzt mir in der nächsten Jahreszeit Dings brauche. Money. Ja, nicht nur Money, sondern auch Boiler Room, nee. Doch ein Boiler Room, Adventurer. Was willst du wissen? Void Essence, eine. Boah, geil, die hab ich. Weil wenn ich noch die ganzen Samen und so weiter brauchen würde, ich jetzt das kaufe, hätte man nicht mal im Einsatz mehr genügend Geld, um das Feld so zu bestellen, wie man es gerne hätte. Das wäre ein fataler wirtschaftlicher Fehler. Was ich jetzt mache. Große Rucksack können wir uns immer noch kaufen, da reicht jetzt, dann kriegt er erstmal eine Posi. Und dann kommen wir mal her, weil der große Rucksack ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist mal, dass die Geldproduktion läuft. Und dann kann man den großen Rucksack immer noch kaufen, das passt schon. Ja, aber dementsprechend muss natürlich auch die Mine laufen. Ja, klar, wie gesagt, jetzt ist halt so, wenn die Seeds alle ausgesät sind, von den nächsten 10.000 kaufen wir dann Dings, beziehungsweise machen nicht alles aus Blueberries, machen auch noch, gucke, dass man die paar Melons und so weiter kriegt, gerade die Sommerfrüchte zusammen, ne? Dass man das auch im Community Center gleich erkennt. Dass das auch gleich weg ist. Oh, gleich wieder angebissen, sehr schön. Ja. Hast du schon das nicht die neue Route? Nee. Hab noch die alte Standard. Ja. Ja, und das ist eigentlich der einzige Grund, weil das wäre sinnlos, jetzt den großen Rucksack gleich zu holen. Das ist ein bisschen wirtschaftlich jetzt noch denken, soweit. Ich kann gerade nicht lesen, was du geschrieben hast, jetzt aber. Weizen kostet nur 10 Gold pro Samen. Ja, aber Weizen einmal vor anzupflanzen. Wenn jetzt vor die Melons anzupflanzen, die wir kriegt, noch ein paar andere Pflanzen, dass wir die auch auf Gold bekommen. Und der Rest Blueberries, weil Blueberries halt unterm Strich dann doch, die wachsen schnell und von der Menge her, von der Masse her, bringen sie halt dann doch schon relativ viel Kohle. Das ist eigentlich das, was wir vorhaben. Nicht eigentlich, das ist sogar das, was wir vorhaben. Weil Weizen, klar, kosten nur 10, wechseln halt von ein paar Tagen, aber unterm Strich, der Faktor, wir müssen immer herkommen, kaufen, aussehen, Blueberries sehen wir einmal aus, brauchen glaube 12 Tage oder sowas. Und dann werfen sie alle 3-4 Tage, werfen sie wieder Geld ab. Das ist halt das Schöne. So, noch ein bisschen hoch, Na, es war zu viel. Ah, nein, Herr Ifti. Ah, Posi, wo läufst du denn wieder rum, hä? Warum? Natur, behalt dein Müll. Ah, mir ist der Müll gerade wieder ins Wasser geflogen. Ah, wie schade. Nee, weil ich gerade deine Fußstapfen höre, deswegen. Ah.
Oh, Fischi, Alter. Nerv nicht. Komm, komm, komm. Ja, geht doch. So, nächster Fisch. Fuck. Wen? Ich habe hier wieder so eine Ringelpiez Strecke. Super. New Record beim Sunfish. Tschüss, Willi. Tschüss, Boogie. Und geh endlich mal arbeiten, du Penner. Aber, Willi. Halt's Maul und kauf meine Routen ein. Bei Willis Fish Shop. Der nur Willi will, Willis Fish Shop shoppen. Aber Gott sei Dank, dabei ist kein Fisch mehr. Alle ausgeangelt. Komm schon. Ja, perfekt. ich glaube, ich krieg nur noch Sandfische hier, wie es aussieht. Ich glaube, ich gehe jetzt nächstes Mal an den Strand. Also morgen dann. Das ist mal entspannt, was anderes zu machen, als die ganze Zeit auf der Farm abzuhängen. Ja, das ist echt, das ist voll die Hölle. Oh, ich hab's gleich. Und dann darf ich dann von dort aus, von der Mitte dann, den Weg suchen. Yay, super. So. Ah ja, hab jetzt einige Fische, habe jetzt schon 10 Stück geangelt. New Record. Kannst du mir gerade sagen, was hat dein Schwert für Attacke? Sag ich dir gleich. Sekunde, ich bin gerade am Fischen. Ja, wir. So, jetzt kann ich sagen. Hat 12 bis 25 minus 2 Geschwindigkeit, 1 Defense und 3 Weight. Ja gut, dann macht's keinen Sinn, dann nicht das Ding. Achso, wolltest du tauschen? Ich hatte noch eins gefunden, deswegen, aber. Ach so. Muss ja dann nicht sein. Fischi. Geht doch. Blödes Fisch. Wollt perfekt machen, gib mir XP, Mann. Außer du hast Interesse an einem Quidschwert. Nö. Brauchst du eh nicht so oft, von daher passt es. Ja gut, und wenn, dann hast du sie irgendwann auch. Ja. Na gut, dann verkaufe ich die beiden Sachen, die Schwerter, die ich habe. Oh Gott. Was ist mit dem Fisch los? Ich geh mal direkt auf den Piss. Alter, was ist für ein Kampf hier? Der weiß eigentlich mal schwer, nur der macht immer so blöde Bewegungen. Hoch, runter. Ja, wir haben Geld zu bekommen. Wer hat 13.000? Posi, wir sind wieder reich. Wie denn das? Weiß nicht, hast du irgendwas verkauft? Ah ja, stimmt. Ja. Sag nix. Ich geh jetzt woanders hin, hab keinen Bock mehr. Ja, ich geh jetzt erstmal zu Farben. Okay. Packen. Ich klopf noch ein bisschen Holz. Wie viel kostet eigentlich. Mal gucken, wie viel die Hausverbesserung kostet, weil die sollten wir uns langsam mal einen Augenschein nehmen, oder? 10.000. Und was das alles braucht? Weiß ich glaube, 200 oder 300 Holz oder sowas, kann das sein? 450 Holz und 10.000, ja. Okay. Ja. Wir müssen eigentlich echt mal angewöhnen, wann waren das? Samstags und Mittwochs? Oder wann war die komische Händlerin nochmal da? Freitags und Sonntags. Weiß gar nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, war ich von Anfang an da? Mein schon, da müssen wir uns einmal wieder dran gewöhnen, da hinzugehen. Ja, mal gucken, was immer so ein Stuff hat. Gerade wenn es jetzt Starfruit zählt, würde man eine ganze Waageladung kaufen. Mhm. Brauche zwar 13 Tage, gebe halt fett Kohle ab. So, der Rest kann eingesagt werden. Sehr schön. X. Oh, ich hab das vergessen. 295 Köder, alter Vater, was sind die jetzt her? Ja, von Bugmeat. Ja, Bugmeat. Ich glaube, das trifft gerade eher das Wort Bug, ne? Ja, das war ja nur das eine Mal. Okay. Da fehlt noch ein Huhn.
Bestimmt ist es wieder Bene, der sie irgendwo rumtreibt. Bene! Put, put, Bene! Alter, Bene, wo bist du? Ach, da drüben ist er. Bestimmt Bene, oder? Nee, ist Ronny. Ronny treibt sich diesmal hier rum. Okay. Aber wenige sind ins Bett, dann gibt's aufs Maul. Ich? Nee, ich mein Ronny. Wollte schon sagen, hä? Warum soll ich jetzt ins Bett gehen? Nee, nee, das stimmt, damit Spiel abstürzt, weißt du. Ja, ich geh mal schlafen, ne, Boogie? Nein! Ein Huhn ist bei uns in der Farm. Farm? Bei uns an der Farm ist ein Huhn. Wo? Direkt bei uns an der Farm. Da bei der Feuerstelle läuft's rum. Nee, da ist keins. Dann läuft's bei mir da rum. Ronny ist da weg. Unten. Wir gehen mal beide schön aus der Map raus, also von der Farm ran da. Ich muss sowieso weg, also. Wo bist denn du? Community Center auf dem Weg. Ah, okay. Ui, morgen letzter Tag vom Frühling. Yay. Wollen wir nochmal fischen, oder? Nö, kein Bock. Gut, blöde Fische, heute haben mich genervt. Ja, ich weiß nicht, was da noch für Fische fehlen, eventuell, deswegen, aber gut. Ja, gut, ist nicht schlimm. Die Fische waren jetzt auch nicht so wild. Ja. Was gibt's denn da schon? Alle beide da, sehr schön. Fuck, du, ich hab diese Lizenz vergessen. Ja, warte, ich bring sie kurz. Wo ist denn die? In der weißen Truhe. Ah, okay. Dann haben wir das nämlich fertig und dann brauchen wir nur noch den Fire Kristall. Den Fire TV Stick von Amazon oder was? Hä? Den Fire TV Stick von Amazon? Nee, Fire Quartz und ein Gold Ingot. Das Gold Ingot kann man kaufen. Bringt uns nichts, solange wir das Fire Quartz nicht haben. Ja, klar, aber dann ist das schon mal weg. Ja, aber in der Zeit finden wir wahrscheinlich auch das Goldzeug. Ja, gut, das ist das nächste. Zum Dingsraum, Brennraum, ne? Heizungsraum, eher um genau zu sein. Genau. Wo bist du? Ich bin auf der Farm jetzt. Bundle complete. Und was gab's? Slightly increase your radius of 4 collection items. Ein Ring. Ja. Oh, und Orbe ist jetzt das Dings fertig, das Büro. Können wir jetzt ja, auch machen. Also das schöne Geld vorschmeißen. Ja, genau, die 40.000, die wir rausblasen können. Wir können jetzt zwar im Gegenzug vom Jojo-Markt die Karte kaufen, was uns aber in der vom Verhältnis her natürlich so sehr wenig bringt, weil wir jetzt 40.000 da reinschmeißen beim Jojo-Markt. Ja, gut. Ja, ich komme zurück. Ja, ich gehe nicht schlafen. Ja, ich sag's nur, dass ich jetzt zurückkomme. Ja, ich gehe nicht schlafen. Ja, ja, ist okay so. Die Hühner hast du schon zugemacht, glaube ich, ne? Ja, glaub grad schon. Wir mal ein bisschen unsicher. Guck mal kurz. Ja, sind zu. Okay. Außer Spielbad rum. Dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Ich muss mir erst meinen Weg ebnen. Okay, jetzt kann ich. Aber ich gucke noch kurz Fernsehen, ne? Ist nichts Gutes da. Wie wird's Wetter morgen? Sonne, ja, super. Und ich war heute nicht bei Robin, ich gehe morgen Robin. Ich komme mit dem scheiß Kalender jetzt. Bin im Bett. Bett? Ja, ja. Yeah. 2689 gab's. Ja, ja. Ist okay. So, und morgen schüttet es wahrscheinlich aus allen Wolken, oder? Nee, Sonne. Was, was kommt danach? The Queen of Sausage, was gibt's heute? Omelette, ja, ich kann Omelette. Sehr schön. Fortune Teller sagt, wir haben neutrales Glück. Sehr schön. Jo, und die Kartoffeln sind fertig. Perfekt. Und die Bohnen sind nochmal gewachsen. Sehr geil. Und ich gehe dann gleich nochmal schön zum Kleinen und check ab, ob ich eventuell meine Gießkanne wiederholen kann. Das war natürlich jetzt episch, aber ich glaube, das geht auch schon morgen. Ja, wäre dem Kunde egal, wenn du es morgen dann holst. Ja. So, halt, kann ich schon noch schön die Pflanze hier gießen, letzte. Achso, warte, nee, scheiß drauf. Meine ist eh egal. Meine Kanne liegt sowieso hin. Ja, nee, ist eh egal, ist eh egal, die sind eh Marsch. Wieso, du meinst doch bei den beiden dann. Also, du meinst die beiden oberen? Nee, oder? Ja, die beiden oberen, genau, die muss noch kurz gießen. Ja, meine Kanne ist ja hier im Dings. Aber ich meine gerade die andere paar Stück hier, die sind futsch. Ich nehme die beiden Frozen Geode mit dann. Weiße Truhe.
Was, wohin damit? Ja, du wolltest zum Schmied gehen. Na? Ach so, ja, ja. Ich würde das eine Aquamarien-Dings aber am besten da lassen, dann, ja, geh ich wieder in meinen. Okay, mach das. Oh, ich habe mir unterwegs noch was gefunden. Hey, da kann ich mal richtig... Habe ich heute einen richtig entspannten Tag? Scheiße. Ach ja, was man aber überlegen müsse ist, im Sommer kann man der Mais kann man im Sommer und im Herbst anpflanzen. Ne? Ja.